Gut. Ja gut, jetzt ist Code Blue wieder voll in seinem Element, ne? Aber auch Wert Oslo hier tatsächlich. Der holt hier die ganzen Pflanzensamen von hier unten raus. Das ist immer gut. Die holen wir uns gleich mal. Vor allem von denen, die eh jetzt im Eimer sind. Holen wir uns erstmal alle raus. Weil die können wir oben bestimmt auch noch brauchen. Eine Eierschale, unerreichbar. Schade eigentlich. Wie sind die Temperaturen hier auch relativ konstant? Also auch hier könnte man theoretisch noch einen zweiten Acker hochbauen. Ich spiele in der Klantine. Ja, ja, das ist der, tatsächlich der erste Bereich ist schon fertig, ne? Was sagt die Dekoration hier? Geht sogar. Geht. Völlig in Ordnung. Was ist das hier eigentlich? Eine Mehllaus. Okay. Haben die jetzt eigentlich mal aufgewischt? Nee, ne? Das hat glaube ich, niemand auf seinem Plan stehen, oder? Aufräumen. Nö, eigentlich nicht. Ilona vielleicht ein bisschen. So. Aber in unserem Tank ist immer noch nichts, ne? Ich glaube, dieser Aufräumtask ist das Problem an der Stelle. Aber gut. Ja, okay. Gucken wir mal. Ninix und so unser ganzes Grabeteam ist ja jetzt eh gerade beschäftigt. Die Verkeimung ist real, meine Lieben. Der Generator ist auch out of order. Na gut. Na gut, wir kriegen das schon noch hin. Ja, Ben Moritz sehe ich auch so. Also wir sollten jetzt auf jeden Fall erstmal so ein bisschen Piano machen. Wir haben Ressourcen, die wir brauchen, sind da. Wir haben tatsächlich zur Not auch eine Notquelle an Hitze. Wenn wir es wirklich bräuchten, könnten wir alles mehr so oder weniger hier so ein bisschen rüber verlegen und schauen, dass wir hier die enorme Temperatur abgraben können. Hier ist auch super viel atembares Gas im Übrigen drin. Also auch das super interessant. Gold haben wir hier auch noch. Schleim ist hier halt ein bisschen. Nicht der beste Sauerstoff, oder? Aber die Dampferzeugung, die lohnt sich. Irgendwann säuft das Ding nämlich von alleine ab, ne? Also wir müssen ja gucken, dass wir das vielleicht hier irgendwo reinleiten können. Gasleitungen gibt es auch, tatsächlich, ja. Könnten auch die warme Luft von hier absaugen, hier durch die Kolonie leiten und dann hier in unserem Schlafräumen hier zwei Abluftschächte bauen, beispielsweise. Ging ja auch. Dass wir den warmen Sauerstoff hier nehmen und durch die Kolonie leiten als Wärmeader, sozusagen. Ja, wäre so eine Überlegung, die wir noch vielleicht mal in Hinterhand haben könnten. Jetzt schauen wir erstmal gerade ganz kurz, was wir als nächstes hier machen wollen. Starkstromkabel. Renovierung. Wärmetauschplatte. Steinbrecher und Brennofen. Zu Keramik. Das war doch die Geschichte, oder? Speichert Flüssigkeiten und feste Materialien. Ich würde sagen, wir machen jetzt als nächstes mal Sanitärtechnik. Dann können wir nämlich die Hygiene ein bisschen verbessern. Und vor allem unsere Leute wollen ja bestimmt auch mal duschen. Wäre doch mal schön, oder? Die verbesserte Forschung danach, nach den... Warte mal, dann probieren wir das doch jetzt gleich aus. Wir machen das so. Machen wir das so. Und dann könnte das schon mal von alleine laufen. Und danach die verbesserte Forschung hinterher. Und ich hoffe, wir kriegen jetzt in 30 Sekunden einen Koch. Das wäre großartig.
So, warte mal, jetzt machen wir das Ding hier mal prioritätsmäßig auf 5 runter, damit Werd Oslo hier nicht die ganze Zeit rumhängt. Ah, guck mal, es wurde durchgewischt. Okay. Schön. Weil hier ist die Batterien laufen ja auch ganz gut, ne? Ja, das passt. Hast du nicht schon einen Koch? Ja, aber keinen, der spezialisiert drauf ist. Und das versuchen wir jetzt zu lösen. Hoffentlich kriegen wir einen, den wir auch dahingehend aufbauen können. Myrtleaf-Samen. Ausgaben verschiedenen Gegenständen können Myrtleaf-Samen gefunden werden, okay? Doktortätigkeit und Bauen. Furzt häufig. Ich weiß ja nicht. Athletik, leichtfüßig. Das wäre halt auch so einer, der aufräumen könnte. Das wäre halt auch momentan so eine gute Sache. Dann könnte man Ilona vielleicht entlasten. Selvina, gib mir mal bitte einen Namen bei Gelegenheit. Oder hast du schon? Wahrscheinlich. Dann könnten wir Ilona zum Koch machen. Und unsere neuen Kandidaten könnten wir tatsächlich dann zum Versorger, Aufräumtypen und so weiter machen. Da müssten wir Ilona halt umschulen. Christian, du bist dabei. Christian ist dabei. Christian Jakob, mit am Start hier in der Kolonie der Liebe. Ich brauche keine Entlastung. Doch, tatsächlich. So. So, also Christian, deine Tätigkeit wird Aufräumen sein, Lagerung und aber primär, und das ist wichtig, Versorgung. Christian ist für die Versorgung hier tatsächlich zuständig, weil das ist auch so ein Ding, ne, dass halt immer der Generator gut läuft und solche Geschichten, das muss sein. Und Christian wird halt jetzt hier die Tragfähigkeit bekommen und Ilona werden wir dann umswitchen. Warte mal, wer konnte noch grillen? Wer hat sich dafür noch interessiert? Niemand, ne? Wir haben keinen anständigen Koch. Dann machen wir Ilona. Priorisieren wir jetzt trotzdem wieder beim Koch. Dann kriegt die das hier quasi auf normal oder etwas höheres Niveau. Dekorieren meinetwegen auch. Und dann Küche auf Vollgas. So. Markus, lass dich schmecken. So, dann hat Ilona ein bisschen Entlastung und Christian unterstützt an der Stelle. Ich glaube, das könnte gut werden. So, hier ist mega viel Sauerstoff in unseren Schlafräumen. Küche wird gerade gebaut, schön. So, hier kümmern sich unser Tech-Team kümmert sich hier drum. Auch gut. So, wie lange dauert denn das eigentlich noch hier mit dem... Na egal, es dauert schon noch lang, ne? Dip. Eier, okay. Könnten eigentlich hier auch mal eine Lampe reinbauen, ne? Fällt mir so auf. Wäre irgendwie auch schön. Später kann schlecht nur einer aufräumen und tragen. Absolut, absolut. Wir brauchen da ein bisschen, wir müssen das ein bisschen aufteilen. Wie gesagt, hier brauchen wir halt irgendjemanden, der hier ein paar Sachen herstellen kann. Aber das dauert natürlich noch, bis wir jemanden haben, der vielleicht in die Richtung noch ein bisschen tendiert. Einen würde ich noch gerne nehmen, der halt wirklich rein auf Koch geht. Und dann müssen wir erstmal ein bisschen Piano machen, bis das alles hier so mal ein bisschen sich einpendelt. Und vor allem, bis wir auch die Nahrung wirklich stabil haben, ist das auch super wichtig. Und jetzt kommt ja in 2,8 Zyklen kommt ja noch jemand. So, hier wird auch Licht jetzt eben genutzt. Der Kohlegenerator läuft sich hier ohne Kohle ein ab. Die Wärme hier ist bei 20 Grad tatsächlich. Die strahlt hier bis hier rüber, ne? Hier unten wird es nicht ganz warm, aber zumindest besser. Niklas, grüß dich. Hi erstmal. Was gibt es in der Kolonie eigentlich zu essen? Matsch. Besten Matsch.
Wir haben momentan nichts anderes. So, wir können jetzt Flüssigkeitspumpen und Abwasserrohre entwickeln. Dann würde ich vorschlagen, ein Abwasserrohr werden wir hier noch unterbringen irgendwie. Dann werden wir hier nochmal außenhalb, werden wir hier nochmal drüber schnell ein bisschen davon bauen. So, sanitär, meine Lieben. Haben wir hier schon irgendwas anderes in der Zwischenzeit? Dann können wir nämlich auch theoretisch anfangen. Wir haben ja hier oben ein relativ schönes Wasser. Das ist zwar auch schon kurz vorm Gefrieren. Aber warum nicht? Dann werden wir hier oben anfangen. Und zwar werden wir jetzt anfangen, hier oben eine Leiter zu legen. So. Und dann werden wir hier Folgendes machen. Wir werden hier graben. Eine ganz kleine, gemütliche Geschichte. Warte mal kurz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Falsch. Eins höher noch. Müssen wir ein bisschen weiter hoch. Abbruch. So. Machen wir das halt so. Und dann bauen wir hier eine kleine Leiter. Bis runter am besten, warum nicht? So. Okay. Machst du das mit dem Wasser so wie mit dem Abwasser? Ja, bloß wir nehmen jetzt halt diese Flüssigkeit, die ja ohnehin schon hier ist, und bauen hier einfach nur eine Pumpe ein. Hier unten. Mit einem Abwasserrohr, das hier hochgeht. Und Strom müssen wir dann halt auch noch legen. Kabel. So, dann haben wir das jetzt erstmal hier vorgelegt und dann können wir uns entscheiden, wo wir das Wasser dann reinpacken möchten. Wie gesagt, ich würde ja gerne eine richtige Toilette einbauen und vielleicht hier drüben dann, aber da ist saukalt gerade, ne? Wir könnten natürlich auch überlegen, ob wir die Toilette hier reinbauen. Ja, das wäre auch eine Überlegung wert, dass wir sagen, ey, pass auf, dann lass uns doch hier eine Toilette reinbauen. Ja? Und dann lass uns doch hier eben auf der einen Seite eine Toilette und auf der anderen Seite eben, oder hier machen wir so in der Mitte noch eine Trennung rein, dass hier ein paar Duschen reinkommen oder sowas in die Richtung halt, ne? Wäre eine Idee. Wir können natürlich auch sagen, dass wir das hier rüber machen, wäre auch eine Idee. Fände ich jetzt gar nicht mal so doof. Damit hätte man hier eine schöne Möglichkeit, das Abwasser hier leicht rüber zu leiten. Wäre auch eine Idee. Könnte man auch machen. Eisplanet. Oh, verschluckt. Ja. Hat. So, jetzt aber. Können wir auch machen, dass wir das hier rüber bauen. Ich muss sagen, hier. Da hätten wir halt eine größere Fläche dafür, wo wir auch untergliedern könnten in Bad und solche Geschichten. Können wir auch machen. So. Ja, also Sevine, ich finde es auch schon, dass es hier rechtzeitig tatsächlich gar nicht mal so schlecht ist, ne? Kann man schön wegnutzen. So, hier haben wir auch nochmal ein bisschen Oxidblöcke. Da könnte man natürlich auch mal ein bisschen angraben. Dann könnte man hier den Sauerstoff von hier auch natürlich nutzen. Guck dir das an, das Zeug hier. Hexalente können sich nicht vermehren, können aber dafür eine einzelne Portion Nahrung geerntet werden. Okay. Was ist das hier? Arboreichel. Okay. Oh, richtig verschluckt jetzt gerade. So, da können wir noch nicht ran. Da ist unser, sind unsere Leute noch nicht so. Irgendjemand hat eine Sauerei gemacht. Warum schon wieder?
Oh no! Was ist denn hier passiert? Hä? Warum? Wie, aber wieso denn bloß? Nee, warte mal kurz. Haben wir noch ein Autosave? Ah, das ist ja doof. Machen wir nochmal. Das gibt's ja nicht. Warum sind die... Was waren da unten? Ich fühle mich wie im Project Hospital. So. Also, jetzt machen wir das hier oben nochmal. Weil das verstehe ich jetzt gerade nicht, warum die da unten hier tatsächlich erstickt sind. Das ist, mag sich jetzt für mich nicht eingehen. Also, kurzum. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann haben wir jetzt diesen Bereich. Gut. Dann gehen wir jetzt hier rüber. Nee, ich glaub, die haben gebuggt, weil die auch so gehüpft sind. Ja, genau. Also das mag jetzt für mich... Also wenn es jetzt ein Spielerfehler von mir gewesen ist, okay, habe ich wirklich keine Bauchschmerzen, dann ist es so, dann ist blöd gelaufen und dann kann man da auch nichts machen. Aber wenn das jetzt wirklich das Spiel so macht, weil halt irgendein Bug entstanden ist und die Leute halt festgebuggt sind, ja gut, aber dann können wir da nichts dafür und dann sollen auch die Leute, die jetzt auch gewählt wurden, sollen dafür jetzt nicht büßen müssen. Das finde ich blöd. Also das finde ich dann nicht okay. Weil diejenigen, die jetzt hier tatsächlich einen Kolonisten auch gekriegt haben, die sollen ja nicht dafür soll ja nicht dafür büßen müssen, dass jetzt quasi ein Spielfehler da entstanden ist. Nee, also das werden wir auf jeden Fall gucken, da warum das so war. So. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. 2,5 Zyklen bis zur nächsten Person. Jetzt lassen wir ganz kurz nochmal den Zeitplan angucken. Haben wir noch eine Nachteule hier? Jetzt haben wir relativ schöne Verteilung hier gerade. Christian ist auch dabei. Passt. So, okay. Mach doch einen Ziegel unten an das untere Wasserbecken. Dann kommen... Ach so, ja. Hier meinst du, dass man hier noch nach oben geht, damit die hier nicht reinpinkeln können. Falls, für den Fall, dass es schwierig ist. Ja, das könnte man machen, aber die Dinger werden ja irgendwann auch relativ schnell erschöpft sein, denke ich mal. Wir gucken jetzt einfach mal. Leobard, dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen hier im Stream und schön, dass du dabei bist. So, unzureichende Sauerstoffproduktion. Damit können wir ab. Da, weißt du, das schaut alles noch gut aus. Also habe ich jetzt keinen Bauchschmerz. Wie schaut es hier unten aus? Da, es läuft schon. Dann sammelt sich hier unten das Kohlendioxid. Damit kann man auch arbeiten. Es dürfte halt jetzt nicht nochmal passieren, dass die Leute hier oben, ich sag jetzt mal, ein Problem kriegen. Ja? Dass hier jetzt irgendeiner festbackt, das dürfte nicht passieren. Und hier ist der Sauerstoff, sehr atembar. Okay. Ach, das Abflussrohr haben wir jetzt noch nicht gelegt. Da fällt mir gerade auf. Abflussrohr. Legen wir das mal so hin. Strom braucht das ja keins, glaube ich, ne? Nö, das läuft einfach da raus. Okay, dann könnte man hier oben wirklich das mit der Dusche reinbauen. Und also einmal Waschbecken, ein paar. Dann hier ein paar Duschen und dann... Oder ein paar Toiletten und dann hier hinten ein paar Duschen. Das mit den Duschen weiß ich ja noch nicht, aber das werden wir sehen. Okay, wir gucken jetzt einfach mal. Hier wird auf jeden Fall gerade mega hart desinfiziert. Ach so. Ach, die desinfizieren jetzt generell bei... Warte mal, mach mal auf 5000, weil sonst sind die ja nur noch am Desinfizieren. Wir können auch wieder die Desinfektionsgeschichte auf 10.000 hochstellen. Warum nicht? Habe ich jetzt auch keinen Schmerz, weil dann sind die, haben die nicht, sonst rennen die nur noch rum, ja? Lippo! Meiner! Ach so, meinst du?
Lager für die... Ja, ich habe mir da überlegt, ob wir da nicht dann später mal einen Kühlschrank reinstellen, wenn es drauf ankommt. Was grabt ihr da oben hier, wie die Weltmeister? Achso, wir wollten hier nach rechts noch graben, ne? Fällt mir gerade so ein. Lange Arbeitswege ist mir klar. So. Gut, dass mit dem Sauerstoff hier ein bisschen schwierig ist, das ist mir, lass ich mir eingehen, okay. Wie gesagt, also hier oben möchte ich Kühlschränke haben. Vielleicht auch noch Lagerschränke, aber hauptsächlich Kühlschränke, damit die Rohnahrung hier in 3 Kühlschränken oder sowas oder in einem Kühlschrank noch eingebaut werden kann. Oder hier machen wir einen Kühlschrank noch hin. Irgendwie so. So in die Richtung. Körpertemperatur, okay. Wie ist das jetzt eigentlich mit der Temperatur? Ja, hier kommt auf jeden Fall, hier hat sich auf jeden Fall irgendwie ein bisschen Temperatur rausgemittelt, aber es wird halt saukalt hier, ne? So. Ninix forscht hier wie ein Weltmeister, der kann nicht anders. Der kann gar nicht anders. Ansonsten haben wir Christian, möchte natürlich die Tragefähigkeit noch erlernen. Das ist wichtig, dass er die hat. Aber das macht er erst wahrscheinlich am nächsten Morgen. Wir haben kein Essen mehr, das ist ein Problem hier allerdings. Warum ist Wasser auf 0? Uff, 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 uff. Ah, jetzt haben wir wieder Zugang zum Essen. Das war verschüttet. Ich werde verrückt, ey. Okay. Gamer Niklas. Diejenigen, die im Stream immer dabei sind, die kommen am einfachsten dazu, weil die am meisten Tickets sich ziehen können. Das, so machen wir das eigentlich immer. Jawohl, grüß dich, einen wunderschönen guten Abend. Massageraum wäre auch nicht schlecht. Tatsächlich, das ist richtig. Das könnte man hier hinten noch mit einbauen. Warum nicht? Komm, warum machen wir das nicht? Hier so einen kleinen, warte mal kurz, das ist bei Medizin nämlich dabei. Ach, jetzt können wir hier auch ein schönes Waschbecken setzen. Okay, warum nicht? Hier so ein bisschen und dann machen wir aber hier auch noch schick Möbel rein. So, wird schön. Massageraum für die Mods. Für euch reicht der Keller. So. Nee, also, es ist so, wer quasi die Zwergtaler kriegst du einfach, indem du natürlich hier immer dabei bist, immer im Chat aktiv bist, da kriegst du Zwergtaler. Ist relativ simpel, ja. Und wenn du dann einfach immer weiter im Chat aktiv bist, bekommst du einfach auch immer mehr Zwergtaler. Und bei solchen Aktionen wie jetzt hier heute, dass wir halt sagen, okay, pass auf, wir vergeben die Namen der Kolonisten nach eben den Leuten, die halt hier besonders oft dabei sind, desto geiler ist das natürlich. Zanika, grüß dich, hi. Na, also, das ist halt so das Ding. Wir wollen natürlich die belohnen, die halt immer da sind und auch immer aktiv mit dabei sind und immer am Start sind. Das ist natürlich einfach auch viel schöner für diejenigen, die dann auch sich selber wiederfinden hier. Wenn ich nochmal gezogen werde, kann ich den Platz dann verschenken, Ilona, wenn du nochmal gezogen wirst. Das ist, da haben wir eigentlich immer das so gemacht, wenn jemand nochmal sich reingetragen hat, dann wird der einfach neu gezogen. Genau, Servina schreibt es gerade, dann wird neu gezogen. Und das ist halt auch wichtig. Wer zählt unter die Leute, die immer dabei sind? Die halt in jedem Stream wirklich aktiv sind. Das merkt man ja irgendwann, hast du die Leute oder die Namen auch im Kopf, wer dann halt wirklich super oft dabei ist. So, Umgang mit Kranken. Doktortätigkeit. Können wir sogar vergeben, ey. Schau mal, wie der zufrieden der ist. Ja, dann ab dafür. Cold Blue. Superschweres Graben. Plus 2 Graben ab Büsalitbergbau. Ja, ab dafür. Cool. Unsere Leute sind die Besten. Huch, ich bin rausgetappt. So. Oder eher stille Zuschauer. Ja gut, Hakon, aber stille Zuschauer, die im Stream sind, sobald du den Stream anhast, egal ob der Ton läuft, egal, sobald der Stream in deinem Browser läuft und du bist in der Zuschauerliste eingetragen, kriegst du auch die Zwergtaler für den Stream. Ja?
Ist natürlich unsinnig, dann den Stream laufen zu lassen. Wenn du aktiv schreibst, kriegst du halt doppelt so viele. Also das lohnt sich immer mehr. Und wer natürlich aktiv im Chat dabei ist, hat natürlich auch mehr Spaß an dem Ganzen. Und so muss es ja auch sein. Aber du kriegst die Zwergtaler tatsächlich am einfachsten, wenn du einfach im Aktiv bist, wenn du immer dabei bist und wenn du immer schöne Zeit hier haben kannst, dann ist es natürlich am einfachsten auch. Und da macht es auch am meisten Spaß. Ja, genau, war eher ironisch. Haha! Ja, naja, gut. Es gibt viele, die im Lurk-Modus sind und hier halt, du brauchst halt bloß einen Twitch-Account. Das ist die einzige Vorgabe. Du musst einen Twitch-Account haben, dass dich der Bot registriert und dann kriegst du die Zwergtaler. Habe trotzdem Spaß, ja. Es gibt viele, die einfach das Spiel nebenbei laufen lassen und, oder den Stream nebenbei laufen lassen und eben selber ganz gerne mal spielen. Ja, das ist halt auch dann die Möglichkeit. Wir lassen den Stream, während sie selber gerade daddeln, einfach laufen. Und das ist ja auch völlig okay. Das ist ja auch völlig in Ordnung. We could play blank blank 182. Lay around the house and day drink till the afternoon. Thinking about the times that we had when this was all that we knew. When this song was still new. When this all was still new.